Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Sam Tixuki und ich begrüße ganz herzlich an dieser Stelle den Martin. Ja, ich hoffe, es gibt am Montag, wenn ich zu dir komme, kein Problem, dass du das Game von mir zurücknimmst. Kassenzettel ist vorhanden. Jawohl, Gott sei Dank. Normalerweise hebe ich die Dinger nie auf, aber an dieser Stelle bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe mir gekauft die Halo Master Chief Collector's Edition für die Xbox One. Und ich habe sie schon das zweite Mal gekauft, weil, warum das zweite Mal? Ja, die Erfolge sind einfach so dermaßen anders, wie man es kennt vom der 360. 360 kriegst du, oder hast du gekriegt, Mission abschließen, auf Legendär zum Beispiel, dann hast du für diese eine Mission abschließen alle Erfolge gekriegt, wie ich spiele diese Mission auf einfach, normal, heldenhaft, legendär, sprich, du hast die Mission einmal gespielt, gutes, hast alle Erfolge gekriegt, machst das ganze Spiel auf legendär durch, was ja schon wirklich schwer ist bei Halo, wenn einer Halo kennt, der weiß das, und dann hast du den Erfolg gekriegt, komplett auf legendär gespielt, hast die leichteren Schwierigkeitsstufen die Erfolge gekriegt, gutes. Ist bei der One leider nicht so. Bei der One musst du jede Schwierigkeitsstufe extra spielen. Das heißt, du musst eine Mission 5 Schwierigkeitsstufen oder 4 Schwierigkeitsstufen 4-mal spielen. Plus ein 5. Mal spielen mit dem aktivierten Knopf für Grafik zurücksetzen, wo das Spiel rausgekommen ist. So, da musst du dieses Spiel 6-mal, ein Spiel 6-mal wirklich spielen. Die verbinden die Schwierigkeitsstufen nicht. Ist ja auch egal. Ich habe mir das Spiel nochmal gekauft, um die Zeit zu überbrücken, bis das Gears of War kommt oder bis ich es habe für die Xbox One. Und dachte mir, ja komm, holst das nochmal und spielst dir nochmal ein bisschen Halo. Aber jetzt bin ich in der 5. oder 6. Mission und da sagt Halo zu mir, hier, du kannst mich mal, fick dich, du darfst nicht Halo spielen, darf man das F-Wort sagen? Entschuldigung, darf man nicht sagen, aber ja, denkt euch mal das Piep drüber. Und ja, du fährst mit dem Teil durch die Wüste und musst so Stationen zerstören, dass du weiterfahren kannst, bevor es zerstört wird. Und dann irgendwann heißt es, alle Mann an Bord, die fahren weiter. Dann fahren sie weiter, nur mein Teil fährt nicht, mein Teil fliegt davon und die Map ist weg. Sprich, du musst natürlich draufbleiben, die irgendwann ist die geht es nicht mehr weiter und dann ist er blockiert und du musst die Cortana reinsetzen. So, und das geht bei mir aber nicht, weil das Ding wie Kraftzippel, wie ein Furz im Wind davonfliegt. Jetzt habe ich das Game gekauft und kann es nicht spielen. Was soll ich tun? Da fliegt er. Was hat der getrunken hier? Den Energy Drink, vielleicht Flügel? Ich habe keine Ahnung. schaut auf jeden Fall cool aus. Und ja, ich werde es halt zurückbringen. Jetzt wird es nachher heißen, ah, ein Bug, ein Fehler im Spiel. Ja, das weiß ich auch. Aber was soll ich tun? Ich habe das Spiel runter deinstalliert von der Xbox One. Ich habe es wieder neu drauf installiert. Ich habe den Missions letzten Kontrollpunkt 2-3 Mal geladen. Ich habe die Mission neu gespielt. Es geht einfach nicht. Es hängt sich an dieser Stelle auf. Mein Panther hier fliegt davon wie ein Blatt im Wind. Und ich kann nicht weiterspielen. Also, es schaut ganz lustig aus. Ich habe alles probiert. Ich habe probiert, hier einfach vorher von dem Geschütz weg, dass ich trotzdem noch rumlaufen kann und so weiter. Dass ich die Cortana reinsetzen kann. Dass ich schon davor stehe, wo ich rein muss. Aber sobald ich das Geschütz loslasse, oder an die Stelle kommt, wo das Teil davon fliegt. Hier, ich komme mir vor wie bei Avatar. Mit den Heiligen Bergen oder wie die Dinger heißen. Und dann fliege ich durch die Map, also durch das Schiff durch, das wie jetzt, und dann fliegt er davon. Oh mein Gott. Ja, man muss sagen, es war ein gebrauchtes Spiel, wobei der Preis ziemlich happig war. Aber ich bin mir fast sicher, dass wenn ich zu dem Kollegen gehe am Montag und dem das zeige, ich habe hier schwarz auf weiß, dass der da wirklich keine Faxen macht. Klar, nach 3 Tagen kannst du das so umtauschen. Dann ist das da kein Problem, glaube ich. Also an dieser Stelle, was soll ich tun? Ich hätte jetzt gerne noch den Sonntag mit Halo spielen verbracht, aber das kannst du jetzt knicken, weil Halo mich nicht mag. Keine Ahnung.
werde ich doch wohl oder übel Destiny spielen müssen, aber das ist meine dritte Wahl. Destiny ist nicht meins. Ich war froh, dass ich Halo habe, aber jetzt spackt das Spiel rum. Oh, furchtbar. Was soll ich tun? Ja, gibt's da. Der Master Chief. So, jetzt stehe ich vorher drauf und bin runter, bin vorher auf Land, dass ich dachte, vielleicht geht's dann weiter oder so. Mal schauen. Aber da ist gar keine Map da. Das Ding fährt einfach ins Nichts. Hier. Oh, Mann. Ist das ein Scheiß? Hat das Ding so einen Fehler? Ich weiß es nicht. Alles behindert. Ja, da fliegt er hin. Was soll ich denn tun? Ich hätte es noch gerne Halo gespielt, aber so wie es ausschaut, soll es nicht sein. Oh mein Gott. Also habt ihr das gleiche Problem wie ich oder kauft euch? Ist das ein Programmierfehler? Ich habe keine Ahnung. Also Halo. Normalerweise war es gut, abgesehen von den Erfolgen, dass sie das hier ganz anders gemacht haben. Du kannst die Erfolge nicht mal, wenn du Guide-Button drückst, nachschauen in der Xbox One. Nicht mal das geht. Da hätte ich schon stutzig werden sollen, weil sie es nicht hingekriegt haben, weil sie es wahrscheinlich nur billig kopiert haben. Aber so wie es ist, so ist es. Ihr seht, mein Panzer kann fliegen. Beim Wookie kann einfach jeder alles. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein. Ciao, euer Wookie.